einem Traumpaar. Karin Eichelbaum und Hans-Jörg Felmy. Herzlich willkommen. Danke. Danke. Welcome back, Herr Felmy. Wieder zu sehen. Ich hoffe, es geht Ihnen und Ihrer Familie gut. Ja, herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Wir können alle nicht klagen. Kritik, war das ein Versuch? War das wirklich was Besonderes? Ich weiß nur, es ist ein Einfall vom Oliver Storz, war unser erster. Das habe ich heute erfahren. Ich dachte, es wäre mit Hannes gekommen. Nee, das nicht. Aber, ja? Die Buletten waren von mir und der Knautschmantel. Ja, da gab es ewig Buletten. Ja, ja. Stimmt, einfach eine wunderschöne, das weiß ich noch, eine wunderschöne Szene, wo sie ihm erklären, was alles drin ist in den Buletten. Und er isst immer weiter. Aber dann kommen sie mit Sägemehl, Pansen, Niere und irgendwann hat er keine Lust mehr. Und er frisst immer weiter. Ja, aber irgendwann stockt sie. Ich habe die Szene gesehen jetzt auch in der Vorbereitung auf die Sendung. Wer hat sich eigentlich wen ausgesucht damals als Partner? Waren Sie zuerst oder Sie zuerst? Hannes war zuerst. Ja? Und Hannes hat mich ausgesucht. Ja, das weißt du doch. Ja. Er wollte jetzt einfach charming sein. Oder möglicherweise hat er Angst vor der Nachfrage. Warum haben Sie sie ausgesucht? Ja, ich kannte Karin von der Bühne in München und habe gesagt, die könnte zu mir passen. Zu dem Film, zu dem Vorhaben und so weiter. Es war ja was Neues, weil normalerweise hatten Kommissare keine Frauen. Nee. Und wir wollten eben diesem Haferkamp wollten wir ein bisschen eine Drumherum-Geschichte geben. Weil nur Ermittlungen führen und Dinge ist ja ein bisschen langweilig. Ne? Tatort zu fragen, was machen Sie morgen, wo waren Sie gestern, was haben Sie lange gemacht, das ist ja langweilig. So ein bisschen richtiges Leben muss auch dabei sein. Ja, das musste schon ein bisschen mit Fleisch, mit Leben mit Fleisch und Blut sozusagen. Sozusagen, ja. Er gilt ja nicht als der einfachste Kollege im Spiel. Ja? Also so, wenn man Zeitungsartikel liest, dass er mit Hans-Jörg Felmy zu spielen, gehört zu den Herausforderungen im Leben. Wie war er denn wirklich? Fragen Sie mal Karin. Also für mich war es das Einfachste. Und ich glaube, er wird ein bisschen unangenehm, wenn er Leute hat, die nicht so gut sind. Also die den Beruf nicht so gut kennen. Aber sonst, also wir haben viel gelacht und hatten viel Spaß und haben wahnsinnig gerne zusammen gedreht. Es gab überhaupt keine Verständigungsschwierigkeiten zwischen uns. Wir hatten wunderbare Regisseure, fabelhafte Kameraleute. Wolfgang Becker, Wolfgang Staute und so weiter. Ja, Hans-Peter Wirth. Das sind die großen Namen. Ja, insofern können Sie glücklich sein, dass Sie zu früh schon mit dem später Regisseur natürlich, sehr anerkannter Regisseur. Ja. Sie haben aber, und das war damals noch mehr Sitte als das heute ist, Sie haben ja nicht nur diese Tage miteinander gedreht, sondern eigentlich die Abende die Nächte nicht, wie wir wissen, aber die Abende miteinander verlebt. Die Nächte auch, aber. Oh. Und es gab nicht nur Kefir, so wie Sie gerade geguckt haben. Nein. Damals trank man noch richtig Schnaps und Bier. Ja, also Schnaps trinke ich ja noch nicht mehr, aber wollen wir doch nicht. Sehr zum Wohle, bitte. Nein, ich bin bei Wasser geblieben, einfach weil für mich ist es ihr Job. Wolfgang darf auch schon mal anstoßen. Schönes Rosenchen, ist gut fürs Blut. Ja. Gesundheit. Sagen wir in Norddeutschland. Zum Wochenende hin, ja. Hm. Aber wenn Sie schon davon selber erzählen, wie waren denn diese Abende, bei denen es nicht nur Buttermilch gab? Naja, ich kenne ein paar, wo wir bei minus 10, 15 Grad nachts im Wald irgendwelche blöden Szenen drehen mussten. Und es war so saukalt. Und es war weder ein Tee noch irgendwas da, noch gab es sowas wie eine Kneipe in der Nähe. Also das war kein Zuckerschlecken, das ist mal ganz klar. Mhm. Aber wir haben es gut überlebt, wie man sieht. Und haben sich abends ein bisschen verwöhnt bei der entsprechenden Feier. Natürlich, haben uns gewärmt. Ja. Ein bisschen aufgewärmt. Und ein bisschen über das Theater gesprochen, was so Schauspieler so tun. Ja, okay. Also, das Klischee stimmt tatsächlich. Absolut. Und da wurde ein halbes Glas Wein getrunken, vermutlich. Oder mehr. Ja, aber richtige Gelage dabei gewesen? Na, das ist vielleicht. Also, wenn wir am nächsten Tag richtig drehen mussten, glaube ich nicht. Naja, gut, man kann ja gut nehmen, aber man muss dann sagen, abends ein Mann, morgens ein Mann. Also, da muss man auch 7 Uhr oder eine Frau. Wir haben zum Beispiel mal auf Sylt gedreht und das, darüber lache ich mich heute noch kaputt. Und da haben wir sehr lange getrunken, weil es da ja auch so kalt ist. Ja. Jetzt weiß ich, warum die Leute alle in den Skiurlaub fahren. Ja. Und dann kamen wir morgens zum Drehen. Also Hannes ein bisschen später als ich, die Damen sind hier immer früher dran. Und dann kam der Maskenbildner mit der Quaste und da hat er so gesagt, hau ab, schmink dein Auto. Wenn Sie... Wenn
Wenn Sie so über diese Zeit von damals beide erzählen und ja auch dieses Strahlen in den Augen haben dabei, ich will nicht sagen, dass man dem nachhängt oder das vermisst, aber hat sich das im Laufe der Jahre verändert? Gibt es weniger Gelegenheit, das Leben neben dem Berufsleben zu leben? Kolossal. Das hat sich sehr verändert, ja. Weil die eben 14, 16, 18 Stunden und schnell und schnell, schnell, morgens um 5 Uhr kriegen sie einen Text unter die Tür geschoben, wann sollen sie das lernen und so. Also das ist etwas unerfreulicher geworden. Ja. Und wir hatten doch unsere Drehbücher 2-3 Wochen, manchmal sogar Monate vorher. Wir konnten uns richtig vorbereiten. Ich erinnere mich, wenn wir an den Drehort kamen, wir und hatten also so 6, 7, 8 Seiten DIN A4. Wir waren beide gut vorbereitet, selbstverständlich. Jeder hatte seine Schularbeiten gemacht, sprich Text gelernt. Dann haben wir dem Regisseur, dem Kameramann und dem Oberbeleuchter, dem Tonmeister, die Szene vorgestellt, so wie wir sie uns gedacht haben. Und dann hat er geguckt und hat gesagt, naja, dann drehen wir das so. Dann haben wir das gedreht. In 20 Minuten, einer halben Stunde war das gegessen. Was nicht heißt, dass es leicht war, sondern es war einfach dadurch, dass wir uns so verstanden haben. Wir haben überhaupt uns gar nicht darüber unterhalten. Also die Kollegen, die die Texte heute früh morgens unter der Tür haben, unter der Hotelzimmertür, die bedauern Sie eigentlich? Ja. Wir wollen ja jetzt nicht so sagen, früher war alles besser. Wir haben das immer noch. Also ich meine, ich kriege auch die Texte durch die Tür. Jetzt leben Sie es, ja? Ich will nur sagen, das soll jetzt nicht so wirken, wie früher war alles besser. Aber wenn Sie das hören, Wolfgang, ist es dann so, dass man sagt, Mensch, eigentlich, die Zeit habe ich nicht gehabt. 4, 5 Monate vorher ein fertiges Drehbuch, ein kompletter Text, dass ich so richtig mich reinleben kann in eine Rolle? Also wenn es um 5 Uhr ist, dann ist es ja schon sehr, sehr früh. Also meistens kriegst du das wirklich kurz vor Drehbeginn, dass wir haben wieder was geändert und sowas. Aber ich habe damals auch noch Zeiten erlebt mit Klaus Lemke. Also wir hatten damals überhaupt kein Drehbuch, sondern nur so eine Handlung. Das war auch eine tolle Zeit. Also, und da haben wir auch hinterher sehr gefeiert immer. Das war mal auch lustig. Ja, aber heutzutage ist es wirklich so, dass wenn du eine Serie drehst, ob das jetzt der Engel war oder Bayer Frügen, das ist knallharte Arbeit und das sind wirklich, teilweise sind es ein Drehtag, sind 2 Drehtage. Also dann. Mhm. Und man arbeitet wirklich 14, 16 Stunden und irgendwann kommt einmal Schlafdefizit und dann sagst du einfach Schnauze voll. Ja. Das geht dann nicht mehr. Frau Eichelbaum, Herr Felmy, so wie Sie miteinander gearbeitet haben und ja berufsgelebt haben, bestand nie die Gefahr, dass da mehr passiert? Also ich war in festen Händen. Naja, was heißt das? Naja. Ich bin eine treue Person. Ja. Sehr treu. Mhm. Und Hannes dann ich auch. Ich war dann auch im Festen. Ja, und dann in noch festeren. Mhm. Und so, und wir hatten uns so gerne und wollten das auch nicht kaputt machen. Nee, es war kein das Thema. Das war nicht, war kein Thema. Wie viel Tatorte haben Sie zusammen gemacht? 20. Nein, du hast 20 gemacht, ich habe 2 mehr gemacht, aber zweimal warst du nicht dabei. Also, ja. Und warum war dann Schluss? Also das lief gut, Tatort ist eine der Marken schlechthin. Ja. Und all das, was Sie da gespielt haben, war Kult. Also nicht nur das Frikadellen- oder Bulettenessen, sondern das sind einfach für viele Leute, die Running sich mit Film auskennen, sind das große Erinnerungen. Also ich hatte das Pech, dass ich eine Bezugsperson dort damals verlor. Die ging zu einem anderen Sender. Mhm. Und so hatte ich niemand mehr, der das alles aufgefangen hat. Und dann kamen junge Redakteure von der Filmhochschule und die wollten aus meiner Figur eine andere Figur machen, also eine Negativfigur. Da habe ich gesagt, Kinders, ich baue mir nicht 40 Jahre was auf, damit ihr das jetzt kaputt macht mit solchen Drehbüchern. Da habe ich gesagt, wenn ihr das so machen wollt, dann müsst ihr ohne mich arbeiten. Und dann bin ich gegangen. Sie haben mir auch gar nicht nachgetraut. Mhm. Es ging ganz schnell. Weg war ich. Also war jetzt nicht so das, was man klassischerweise ein schönes Ende nennt? Nein, das war nicht so komisch. Das war schade, ja. Aber und eigentlich hätten Sie noch so ein paar Tatorte dranhängen wollen, auch gemeinsam. Ja. Hätte man, gut. Ist eigentlich Schimanski Ihr Nachfolger gewesen? Ja, der Direkte. Herr Götz-George hatte ja dann das große Glück, dass er bei der Jugend so unglaublich ankam. Ne? Und der hatte ja dann einen Boom und so weiter. Das war ja dann auch gut. Aber das war ja nun eine völlig andere Figur. Denn diesen Polizisten, den der Götz gespielt hat, den gab es in Deutschland nun wirklich nicht. Vielleicht in Amerika. Drogenfahnder und so, Schmuddelzeug und so. Das gab es in Deutschland nicht. Mochten Sie das nicht, wie er es gespielt hat? Oder fanden doch. Sie, doch. Also, nein, Sie fanden schon gute Filme. Er ist glänzend. Er ist wunderbar. Aber es war so konträr zu mir und das in Deutschland, ich kenne keinen solchen Polizisten, den gibt es auch nicht. Vielleicht ist es auch besser, dass es nicht so einen gibt, oder? Wobei, er hat ja die Fälle gelöst am Ende, also insofern. Ja. Aber ich meine, das ist ein unkonventionelles, toll gespielt. Oftmals hat man den Text auch verstanden, den er gesprochen hat. Ja. Richtig. Ach ja, hat man? Also nicht immer, aber oft. Ja, ich wollte gerade sagen, hat man? Nein, ja, und ich mochte es gerne. Bei mir hat man.
Nein, das, da müssen wir nicht reden, das ist ein großartiger Schauspieler. Bei mir wenn, hat einer, wenn einer Kult wird in dieser Rolle, da muss ich hier als kleiner Fernsehfuzzi nicht kommen und irgendjemandem erklären, was Schauspielerei ist. Nein, nein, der ist schon toll. Nee, das ist wie mit Grönemeyer, die dürfen. Die dürfen nuscheln, meinen Sie jetzt. Ja. Waren Sie traurig auch über das Ende? Ach ja, schon. Ja? Natürlich, das war ein Stück Leben. Ja. Waren Sie auch so, also er war nur der Kommissar, 7 Jahre, aber waren Sie auch so festgelegt darauf, dass Sie die Frau an der, oder die Ex-Frau an seiner Seite sind, ja, dass kolossal. Es fast ein Problem war, nachher andere Rollen zu kriegen? Es gab ja nur 2 Sender. Heute wäre es vielleicht einfacher. Das stimmt, ja? Das stimmt. Darum haben Sie auch so viele gesehen. Aber es war schon ein Problem. Also Tatort und sowas, da war ich erst mal draußen. Aber ich habe so viel Theater gespielt, dass mir das nicht weiter aufgefallen ist. Und die Rolle war ja nicht so groß. Dass heute klingt das immer, oder wenn man das sieht, denkt man, das war eine Riesenrolle. Das war es ja nicht. Ich hatte ja immer nur 2, 3 Drehtage. Das höchste war, glaube ich, mal 6 Drehtage in einer Folge. Also das ist ja lächerlich, ne? Ja gut, aber die Wahrnehmung war anders und das war eben es groß. War anders, und 20 Millionen es war Zuschauer. Anders, ja. Würden Sie jetzt im Nachhinein sagen, auch wenn man die vielen Jahre danach mal beobachtet und bewertet, dass die Tatortgeschichte insgesamt eher eine Freude war oder eher ein Fluch für das, was danach kam? Eine Freude. Ja? Eine Freude. Doch wirklich. Ich wurde dadurch bekannt. Ich hatte ja vorher schon Theater gespielt, wie verrückt. Kein Mensch kannte kannst mich. Kannst du spielen, was du willst? Ja. Kenn ich ganz kein auf den Kopf stellt. Und an richtigen großen Häusern. Und also durch den Vorschlag von Hannes bin ich richtig, kannten mich die Leute, war nett. Nun treten Sie heute zum ersten Mal gemeinsam in so einer Gesprächssendung auf. Haben Sie denn sonst im wirklichen Leben Kontakt noch miteinander oder haben wir Sie auch ein bisschen zusammengeführt? Aber ja. Ja. Wir telefonieren mindestens einmal, 2-mal im Monat. Und wenn ich in Berlin bin, dann versuchen wir das natürlich, dass wir uns sehen und so weiter. Natürlich. Wenn ich in Bayern bin, besuche ich ihn. Ja, das ist ganz klar. Ach, das wollte ich noch sagen. Carina ist, war und bleibt meine liebste Partnerin, die ich je hatte. Und meine liebste Ex-Frau im Film, können Sie und meine liebste Ex-Frau, ja. Ohne den anderen Partnern zu nahe treten zu wollen, Lilo Pulver, Nadia Tiller, Johanna von Kotscher, die junge Anja Kling, alles wunderbare Partnerin, gibt's gar keine Frage. Aber dieses blinde Verstehen miteinander, das habe ich nur mit Karin. Mhm. Sie sind seit vielen Jahren verheiratet, Herr Felmi. Wie haben Sie es mit der Ehe gehalten, Frau Eckler? Das ist nicht nett, dass ich jetzt frage. Also, ich war 2-mal verheiratet. Und einmal habe ich sehr lange mit einem Mann zusammengelebt, mit dem ich nicht verheiratet war. Dafür waren wir aber 25 Jahre zusammen. Und nun lasse ich's. Ja? Geheilt? Von dem Virus geheilt? Das wird nichts mehr, ja? Nein, ich glaube nicht. Dabei gibt es immer neue Männer. Also. Das schon, aber ich habe so viele Freunde und Freundinnen und das ist mir eigentlich das Wichtigste. Ich bereite mich ja vor auf die Gespräche, Sie gestatten das. Ich merke es gerade, in der Vorbereitung habe ich gelesen, das ist meine Form von Wertschätzung für die Gäste. In der Vorbereitung habe ich über Sie gelesen, Sie mag Talkshows nicht, sie würde sich lieber einer Wurzelbehandlung beim Zahnarzt unterziehen, als in eine Talkshow zu gehen. Korrekt. Warum? Ich finde es so unangenehm, über sich selbst zu reden. Und war es so schlimm? Nein, entzückend. Na bitte, dann gehen Sie nicht mehr zum Zahnarzt, dann kommen Sie hierher. Ist gut, danke. Vielen Dank für den Besuch, Karin Eichelbaum und Hans-Jörg Felmi. Danke schön.